Wir als DMSJ gehen raus zu den Leuten. Wir wollen ihnen zeigen, welche Möglichkeiten der Motorsport bietet. Und deswegen bieten wir die DMSJ Jugendtage im Heidepark oder im Moviepark Germany an. Die Deutsche Motorsportjugend veranstaltet die Jugendtage in Freizeitparks, weil es für uns wichtig ist, dass der Breitensport auch da ist, wo die breite Masse ist. Normalerweise kennen viele Leute den Motorsport eigentlich nur so vom Nürburgring oder vom Hockenheimring oder so oder im Sinne der Formel 1. Bei uns ist es wichtig, dass die jungen Leute auch wissen, dass man kostengünstig einsteigen kann, und das ist halt gerade im Kart-Slalom-Bereich oder auch im Autoslalom-Bereich der Fall. Und deswegen ist es wichtig, dass wir dort sind, wo junge Leute noch keinen Kontakt zum Motorsport hatten. Und das ist halt zum Beispiel hier der Fall. Hier sind ganz viele Menschen, die dort mit gar nicht in Berührung gekommen sind. Mein Name ist Ina Wilde. Wir sind hier im Moviepark Germany. Und ich bin hier, um den Dreisport vorzustellen und Interessenten für den Dreisport zu gewinnen und Jugendlichen, Kindern, auch Erwachsenen den Sport näher zu bringen und hier vorzustellen. Ich fange dann wirklich an, erstmal das Motorrad zu erklären, wo ist die Kupplung, wo ist das Gas, die Bremsen, und dann üben wir das Anfahren. Am Anfang fahren wir noch ohne Gas, das heißt, wir hängen den Gaszug aus und wir drehen hier ein paar Runden. Das ist erstmal am ungefährlichsten. War einfach wirklich, dass wir junge Menschen bewegen, auch für den Motorsport sich zu interessieren. Und diesbezüglich haben wir hier an diesen zwei Tagen uns präsentiert mit Kartslalom für jedermann. Wir haben hier eine Trailshow mit auch Vorführungen und auch selbst zum Mitmachen. Motocross wurde dargestellt. Die NADA hat einen Anti-Doping-Standort hier präsentiert. Rallye-Fahrzeuge, Slalom-Fahrzeuge waren zu bewundern. Und vieles, vieles mehr, auch Motorball möchte ich nicht vergessen. Also wir haben wirklich die gesamte Palette des Jugendmotorsports hier dargestellt. Kinder haben Spaß. Spätestens nach dem dritten Piloten, was sie passiert haben, kommen die Augen oder die Mundwinkel an den Ohren irgendwie raus, und die haben einfach Spaß. Das ist mal das für die Kinder das Erlebnis, aber auch für uns Betreuer und Erwachsene, die das machen, diese Freude, die springt einfach über. Das ist einfach unfassbar. Kinder haben sehr viel Respekt, gerade behinderte Kinder, die noch nie einen Helm auf hatten, die mit dem Motorgeräusch nicht zurechtkamen, mit dem Anschnallen und so. Vielleicht auch ungewohnt für alle, aber wie gesagt, spätestens nach dem dritten Piloten sind wirklich auch die behinderten Kinder Feuer und Flamme und haben hier einfach einen Riesenspaß. Und auch dieser Funke, diese Begeisterung, diese ungefilterte Freude von den Kindern springt natürlich auch auf uns Betreuer über. Besonders bedanken möchte die Deutsche Motorsportjugend sich auch wirklich bei den vielen ehrenamtlichen Helfern. Wir haben hier sehr, sehr viele Motorsportclubs mit ihren Jugendgruppen beteiligt. Wirklich, hier sind zwischen 50 und 70 Personen, die ständig an den einzelnen Stationen präsent sind und dort im Prinzip von jungen Leuten für junge Leute hier wirklich Einsatz an zwei Tagen bringen.